Hitlers unaufhaltsame Kriegsmaschinerie war nun auf dem Rückzug. Die Alliierten im Westen und Russland im Osten nahmen die Überbleibsel des Reiches in die Zange. Die letzte Hoffnung Deutschlands, seine Wunderwaffen. Die V-2-Rakete, ein Riesenschritt in der Geschichte der Militärwaffen. Sie kündigte eine neue Art der Kriegsführung an. Unmenschlich und schneller als der Schall schlug sie ohne Vorwarnung auf Antwerpen, Paris und London. Nach der Landung in der Normandie wurden seine Raketensilos überrannt und die Raketen konnten England nicht mehr erreichen. Die Alliierten dachten jedoch schon an die Zukunft, den nächsten Krieg. Die Amerikaner versammelten die besten Raketenwissenschaftler Deutschlands in der geheimen Operation Overcast. Viele der Architekten des V2-Programms waren schon rekrutiert, aber nicht alle. Berlin war umzingelt. Die endgültige Niederlage nur Tage entfernt. Die noch in der Stadt verbleibenden Wissenschaftler würden bald in die Hände der Russen fallen. Meine Aufgabe war, das zu verhindern. Eisenberg verhandelte heimlich für eine sichere Passage für sein Team. Fünf der Top-Männer des V2-Programms. Er traf seinen russischen... Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem Video. Heute spiele ich, wie ihr schon gesehen habt, Sniper Elite V2. Ja, los geht's. Ich kann mich nicht bewegen, Moment. Achso, was? Ah! Okay. Okay, toll. Ah, jetzt bin ich bewegen. Okay, was ist das jetzt? Ah, okay, jetzt komme ich, okay. Ich will wieder zurück, bitte. Ja, leider, ich kann nicht zurück, weil sonst... Kann ich zurücksetzen? Hallo! Achso. Digga! Kurz mal einen Fail gehabt beim Video aufnehmen, also bis ich so am Anfang, aber ich saß. Ah, okay. Sorry Leute, aber ich soll hoppen. Ist deine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder? Keine Nachrichten, das ist alles. Ich will nicht daran denken. Was war das? Er ist hier. Er ist irgendwo. Das ist so dumm. Er ist hier. Boah, ich hasse es. So kann ich nicht spielen. Hallo, es leckt.
ich habe mit der Pistole geschossen, aber entschuldigt. Von Eisenberg war pünktlich und verbarg sein hässliches Gesicht nicht. Sein russischer Kontakt auch nicht. Ich hatte einen klaren Schuss, der geringste Druck auf den Abzug und gute Nacht, General Major. Nun musste ich den richtigen Moment wählen. Der Hof war von Mauern umgeben, der Wind war also kein Problem. Ich atmete kontrolliert, stabilisierte mein Zielen. Dann... Feuer. Was soll ich da machen? Mann am Boden! Eisenberg war tot. Es gab kein Zurück. Die Russen und die Deutschen wussten, dass ich mitspielte. Boah. Noch vier übrig. Knapp geschafft, Leute. Knapp. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreibel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt.
Ich hatte nichts anderes erwartet. Chillig. Boah, Leute, sorry, dass ich ein bisschen lauter rede, aber ich kann mich selber kaum reden, Alter. Ja. Das ist was war das? Alter, ich hab den in die Fresse geschossen. Das ist ein Scheiß, Alter. Warum geht denn... Vor allem, warum Makati attackiert er mich mit Maschinengewehr, wenn ich vor ihm stehe? Den habe ich sogar noch getroffen. Thank you.
Ach so, das sollte ich nicht machen. Weil bei Sniper Elite 4, 5 sprengt er das aber selber. Also macht es wieder den Schützen. Okay. Das war jetzt close. Der Konvoi ist auf dem Weg? Ja, ich verstehe. Jetzt gut. Thank you.
Ja gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.